Hallo und herzlich willkommen zu City Vision, das Magazin. Waren Sie am Sonntag in der Innenstadt? Es war mal wieder verkaufsoffener Sonntag und obwohl diese in letzter Zeit sehr heftig diskutiert wurden, waren die Einzelhändler mit dem Besucherandrang mehr als zufrieden. Und trotzdem war es wahrscheinlich der letzte in diesem Jahr, denn bislang wurde noch kein weiterer verkaufsoffener Sonntag beantragt. Es war aber auch noch viel, viel mehr los in der Stadt, vor allem auch in der Innenstadt. Und deswegen kommen wir jetzt ganz schnell zu unseren Themen. Das Highlight der Brauchtumssaison. 2500 Schützen feiern ihr Stadtschützenfest. Außerdem sucht wieder ein Tier ein neues Zuhause in MG für alle Fälle. Und es gibt wieder Leckeres zum Nachkochen in unserem Rezepttipp. Wenn Sie am Wochenende in der Stadt waren, dann werden Sie an den Schützen nicht vorbeigekommen sein. Die haben nämlich ihr Stadtschützenfest oder besser gesagt ihr Bezirksschützenfest gefeiert. Das ist das Ende der Brauchtumssaison. 2500 Schützen waren dabei. Es war gutes Wetter und entsprechend war auch die Stimmung gut. Und einer hat sogar Jubiläum gefeiert. Marion Klein und Sven Bogedein berichten. Am Samstag wurde das Stadtschützenfest wieder traditionell mit dem Fassanstich eröffnet. Und obwohl Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners noch schätzte, dass er zwei Schläge braucht, floss bereits nach dem ersten Schlag das Bier. Und dann konnten die Feierlichkeiten beginnen. Beim Vogelschuss wurde der Bezirkskönig ermittelt. Das wurde in diesem Jahr Walter Dunkel. Er holte mit dem 47. Schuss den Vogel runter. Er hatte bereits den Schießstand verlassen und Wilfried Rippengarten machte sich zu seinem dritten Schuss bereit. Wilfried Rippengarten, Neuwerk. Als der Vogel herunterfiel. Für Walter Dunkel ging damit ein Traum in Erfüllung. Es ist wie Weihnachten und Ostern zusammen, es gibt nichts Schöneres. Immer mein Traum gewesen, zweimal König in Oder, einmal Bezirksminister hier. Das ist natürlich der Höhepunkt. Wunderbar, ich bin sehr glücklich. Für Schützenchef Horst Thoren war es in diesem Jahr ein Jubiläum. Seit 30 Jahren ist er im Amt. Er hat es 1988 erst als Vertretung übernommen und ist dann dabei geblieben. Eine schöne Aufgabe, eine manchmal anstrengende Aufgabe, aber eine, die von Herzen kommt und die wunderschöne Gelegenheiten bietet, mit den Menschen zu feiern, Prost zu sagen, anzupacken, das Brauchtum lebendig zu erhalten. Und das soll auch noch eine Weile so bleiben. Solange es Spaß macht, solange ich kann und solange es viele Freunde gibt, die mit aufziehen beim Stadtschützenfest in Mönchengladbach, die Brauchtum pflegen und sagen, ja, das ist unser Anliegen, wir lieben das Brauchtum, wir lieben Mönchengladbach. Wir sagen auch ab und an gerne mal Prost zusammen. Am Sonntag folgte dann der Abschluss der diesjährigen Feierlichkeiten. Bei der Messe im Münster wurde der neue Bezirkskönig gekrönt, zusammen mit seinen Ministern und den Jungschützen. Danach folgte die traditionelle Parade. Preußens Gloria, Lothar Erbers und Daniel Schnock führen die Ehrenformation an. Zu Beginn musste ein Pferd aus dem Zug genommen werden, weil es unruhig war. Und kurz vor Beginn der Serenade musste ein weiteres Pferd den Zug verlassen. Ansonsten war es ein großartiges Fest mit rund 2500 Schützen aus 34 Bruderschaften und Schützenvereinen. Sie feierten gemeinsam mit über 20.000 Menschen am Straßenrand den Höhepunkt des Schützenwesens. Nach diesen tollen Feierbildern kommen wir jetzt zu ernsteren Themen. Hier ist unser Newsflash. Der neu sanierte Vordereingang des Hauptbahnhofes Europaplatz wurde mit Graffitis beschmiert. Nachdem die Handwerker dort mehrere Wochen gearbeitet haben, um den Bahnhof zu verschönern, ist dies umso ärgerlicher. Heute begrüßte Landrat Dr. Andreas Köhn im Kreishaus 30 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Diese verstärken nun das Team der Kreispolizei.
26 der Neugänge sind frisch gebackene Kommissarinnen und Kommissare, die nach einem erfolgreichen Studium die ersten Schritte ihres Polizeilebens im Kreis Viersen absolvieren. Die übrigen Neuzugänge wurden nach Viersen versetzt. Am Sonntag gegen 15.35 Uhr bog ein 18-jähriger Autofahrer auf der Straße Biwak in Tönisfoss von einem Tankstellengelände in den Kreisverkehr ab. Dabei achtete er nicht auf eine 34-jährige Radfahrerin aus Kempen, die auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der die Radfahrerin verletzt wurde. Diese wurde dann in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am Sonntag zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr drangen unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung auf der St. Tönisser Straße ein. Wie die Täter in die Wohnung gelangen sind, steht bisher noch nicht fest. Die Täter erbeuteten unter anderem mehrere Lichtschalterabdeckungen, zwei Scharniere einer Glastür sowie den Stöpsel der Badewanne. Hinweise an die Polizei Viersen unter der Nummer 02162 370. In der heutigen Nacht erreicht uns eine Tiefsttemperatur von 16 Grad. Der Himmel ist bewölkt. Am Dienstag scheint die Sonne. Vereinzelt sind auch Wolken zu sehen. Die Höchsttemperatur liegt bei 26 Grad. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch werden Wolken zu sehen sein. Es erwartet uns eine Temperatur von 16 Grad. Und hier die weiteren Aussichten. In den nächsten Tagen sinkt das Thermometer auf 19 Grad. Mit Regenschauer ist auch zu rechnen. Woche für Woche suchen wir hier fleißig ein neues Zuhause für ein Haustier und unser Kandidat für diese Woche kommt jetzt in MG für alle Fälle. Das ist die süße Katzendame Maler. Sie ist weiblich und ca. 10 Jahre alt. Maler wurde am 22.08.2018 gefunden. Sie ist sehr verschmust, soll jedoch nicht mit anderen Katzen zusammengehalten werden. Wenn Sie Maler ein neues Zuhause schenken wollen, melden Sie sich bitte unter der 02161 60 22 14. Jetzt brauchen Sie Papier und Stift, denn es gibt wieder etwas Leckeres zum Nachkochen, direkt nach dem hier. Revolutionäre Hartbodenreiniger FC5 von Kärcher. Wischen und saugen in nur einem Schritt. Auf alles vorbereitet. Kärcher makes a difference. Testen Sie die Geräte in unserer Ausstellung kostenlos und unverbindlich. Ihr Kärcher Center Leder in Mönchengladbach. Das First Class Restaurant Palandöken bietet Ihnen Feinstes vom Holzkohlegrill und stilvolle türkische Küche. Alle Gerichte auch zum Mitnehmen. Außerdem unser Frühstück, der beste Start in den Tag. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Erzberger Straße 153. In Mönchengladbach auf der Hindenburgstraße und jetzt auch neu in Grevenbruch in der Könsgalerie. Unser Frühstück, der beste Start in den Tag. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Erzberger Straße 153. Welcome to Hell und damit gehen Sie auf große Tour. Zu Gast im Backstage Talk die Dark Rock Band Mono Inc. Morgen bei uns zu Gast die Dark Rock Band Mono Inc.
So, jetzt ist es wieder soweit. Holger Böker steht in der Küche bereit und er ist auch diesmal nicht alleine. Es gibt Zander und ich kann Ihnen so viel verraten, der hat wirklich gut geschmeckt. Und das verrät Ihnen jemand, der gar nicht so gerne Fisch isst. Ich sage deswegen jetzt nur noch guten Appetit. Hallöchen, heute habe ich mir gedacht, machen wir mal einen Zander, schön kross gebraten, mit einem rheinischen Gurken untereinander. Zur Unterstützung, weil es so schön war die letzten Wochen mit ihm, habe ich mir noch einen Frank dazu genommen. Heute muss er nochmal dran glauben, ein Rezept zu genießen, was wir bei uns momentan auch neu eingesetzt haben, auf der Karte total gut ankommt. Weil das hat einfach niederrheinische Esskultur, die wir Niederrheiner ja nur wirklich besitzen, mit einer frischen, innovativen Küche vereinbart. Dazu brauchen wir halt Kartoffeln, Gurken, Speck, Zwiebeln, ganz wichtig halt Zander. Das ist halt ein Raubfisch, der eine etwas festere Fleischstruktur hat. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Hast du jetzt eh schon. Dankeschön. Raubfisch, da muss ich automatisch an Hecht denken und Hecht viele Gräten. Ist das beim Zander genauso? Der Zander hat halt auch eine recht starke Grätenkultur. Mittlerweile, die sind aber eigentlich relativ dick, deswegen kann man die gut ziehen. Beim Hecht sind viele feinere Gräten, die du nicht ziehen kannst. Hier der Vorteil ist halt auch, die Hautstruktur hat halt, kann man sehr gut geschuppt und er hat aber auch eine schöne lederartige Haut, dass man halt gut auf der Haut braten kann oder dass der ganze Fisch direkt zerreißt, zerfetzt. Okay. So, Kartoffeln habe ich schon mal aufgesetzt zum Schälen, also zum Kochen, weil wir den Stampf brauchen. Wichtig vorbereiten wäre noch die Gurke zu halbieren und dann in dünne Scheiben zu schneiden. Was ich bei deinen Möhren war, bist du jetzt hier mein Gurkenmann. Mit Schale? Mit Schale. Okay, gewaschen war sie ja. Bei den Salatgurken kann man das ganz gut mit Schale machen. So, die Gurke hast du ja halbiert. Jetzt sieht das ja aus, als ob da eine große Lücke drin ist. Dreht man das Ding um. Noch nie aufgefallen, oder? Nee. Ist das dünn? Früher auch nicht. Ist das dünn genug? Ja. Okay. Bereiten wir schon mal die Zitronenscheiben vor für den Zander. Fisch soll ja nicht nach Fisch riechen. Gibt es da irgendwelche Ausnahmen? Weil manchmal habe ich so das Gefühl, die wissen das nicht, wenn ich die kaufe. Klassisch ist es so, je mehr ein Fisch atypisch nach so einem Fisch riecht, je älter ist er. Es gibt ja diese guten Grundregeln bei Fisch, frische Merkmale bei Fisch sind halt Augen, Kiemen, Druckpunkt, Schleimschicht und Geruch. So, und der einzige Fisch, die einzige Ausnahme, der Fisch, der immer nach Fisch riecht, ist Seeteufel. Seeteufel ist halt ein Tiefseefisch zum einen, der aber auch sehr festfleisch ist, ein sehr teurer Fisch. Aber der hat immer die Eigenschaft, warum auch immer, egal wie frisch der ist, du kriegst den Fischgeruch da nicht weg. Okay. Und alles andere sollte man bei allen anderen Fischen, die nach Fisch riechen schon beim Kauf, sollte man besser liegen lassen. Okay. Die haben leider ihre beste Zeit hinter sich. So, vielleicht kannst du den Zander braten. Das heißt, wir mehlen den gleich. Ja. Von beiden Seiten mehlen? Von beiden Seiten mehlen. Und ich mache in der Zeit, kümmere ich mich. Ja. Pfanne könnte heiß sein, ja, das ist gut so. Muss ein bisschen auch in Butter schwimmen. Ich mache in der Zeit die für meine rheinischen Kartoffeln, Gurken untereinander, die Zwiebeln und das Speck schön glasig anbraten. Schönes Würfelspeck. Wichtig ist, dass wir den schön kross auf der Haut anbraten, drehen den gleich einmal, damit sich die Poren schließen, damit der Saft im Fisch bleibt. Das ist glaube ich beim Fleisch anbraten. Erstmal das gucken, dass die Poren geschlossen sind, weil das sonst ist halt die Gefahr, dass es halt zu trocken wird. Zander ist halt schön fest von der Struktur her. Von daher lässt er sich eigentlich ganz gut in die Richtung verarbeiten. Nicht wieder rumdrehen. So rein. Ja, genau. So rein. Wir wollen ja die Seite haben. Oben so richtet man nachher auch von der Optik her. Das ist ja nachher unsere Servierseite quasi, so wie sie jetzt auch angerichtet. Wir richten mit der Hautseite nach oben an. Und dann ziehen wir ihn rein. An die Zwiebeln halt rein.
erstmal so ein bisschen glasig werden lassen, dann halt mit einem guten Schuss Weißwein gleich abwischen. Ein klein bisschen Zitrone reingepresst. Und wann kommen die Kräuter da rein? Gar nicht, die legen wir jetzt da drauf. So, du machst jetzt hier die Pfanne, kannst jetzt runterziehen. Nehmen wir uns gleich einen Löffel. Ich gehe mal probieren mit meiner Pfanne auf den Herd. Dann so zwei halbe Scheiben Zitrone auf den Thymian und ein bisschen unten drauf nehmen, dass der Thymian drunter liegt. Und dann von dem Sud ein bisschen oben drüber und dann in den Backofen. Dann schieben wir den so 150 Grad, 140 oder 50 Grad, lassen wir den schön so lange durchziehen, bis wir unseren Stamm fertig haben. Da kannst du einfach so ein bisschen mit Zwiebeln, wie auch immer, so ein bisschen einfach drüber geben, verteilen und dann den Rest Sud, wenn wir übrig haben, einfach aufs Blech kippen und dann geht das, kann das sich schön vor sich hin garen. Dann in den Ofen. Kartoffeln abgeschüttet. Hier haben wir sie zum Ausdampfen schön in den Topf rein. Klein bisschen Margarine noch, damit wird Fett an die Kartoffel kommen. Das ist für die Bindung einfach. Immer so ein bisschen anstampfen. Ja, bevor wir die Gurken reingeben, machen wir die ein klein bisschen schon vorher mürbe. Das heißt, wir quetschen die einfach nur. Müssen wir gleich da unten weniger. Aber dann entsaften die, geben Wasser ab. Wir brauchen ein bisschen Flüssigkeit noch, sonst haben wir den Stampf mit dem Fett ohne Bindung nachher. Und eine Gurke hat ja 80% Wasser. Und da kriegt man auch einiges raus. Nicht zu vergessen unsere Speckzwiebeln. Schön kross. Pfeffer. Pfeffer. Und wie bei jedem guten Stampf, ein bisschen Muskat. Hier ist ein Unterschied zwischen frisch geriebenen und direkt so gekauften? Definitiv. Der frisch geriebene ist intensiver, verarbeite ich so normal. Eigentlich immer. Ich fand es vom Handling her, hier ist es jetzt einfacher, das so zu machen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man immer frischen verwenden. Sehr interessant mit Gurken darunter. Einmal final mit der anderen Seite. Hm. Hat was. Echt? Ja. Okay. Als ob du gekocht hättest. Oh nein. So, unser Zander sieht doch richtig, richtig gut aus. Brodelt, brutzelt. So, einmal richtig schön drauf. Das Blech ist sehr heiß. Oh, lecker. Und dann den Zander so ein bisschen anlegen und... Jetzt doch, eben hatten wir auch so einen Heber. Ja, das geht hier auch mit. Ja, geht. Alles gut. Oh, das Gestrüpp ein bisschen zur Seite. Ja, hat doch was. Ging schnell, schön saftig, schön leicht, auch zu jeder Jahreszeit gut zu verarbeiten. Ich habe jetzt aber auch mal Hunger. Ja, dann hau mal rein. Gibt's ein Glas Rotwein, Weißwein dazu? Ja, wir haben vom Ablöschen was übrig behalten. Da ist für dich auch ein Schluck Weißwein mit Sicherheit okay drin. Ja, hat Spaß gemacht mit dir. Danke gleichfalls. Wir sehen uns. Das war's City Vision, das Magazin für heute. Morgen sind wir aber schon wieder für Sie da. Dann gibt es einen neuen City Check bei uns. Ich bin schon sehr gespannt, wo es diesmal hingehen wird. Außerdem gibt es einen neuen Backstage Talk. Es wird also musikalisch. Der Frontmann der Dark Rock Band Mono Inc. ist bei mir zu Gast. Sie sehen also, einschalten lohnt sich. Machen Sie es gut. Tschüss, bis morgen.